Captain am Ruder. Großeck! Aufs Kanonenboot, da will keiner feuern, ja? Na dann nicht. What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor? What should we do with a drunken sailor early in the morning? Weißt du was? Ich habe beschlossen, das ist gar nicht so interessant, die Insel. Aufändern! Alle klar zum Bergen! Was ist denn hier Phase, ey? Stufe 36 heißt wahrscheinlich, lass es lieber. Kriegsschiff in Sicht, Captain! Großig! Du siehst uns nicht. Das. Feindliches Krieg! I will have my revenge. Ja, dann nehme ich wirklich noch hier das Ding und dann sind wir da. Weil ich komme so oder so dran vorbei. Ganz schön viel Holz. Und theoretisch kriege ich sie weg. Praktisch? Wer weiß. Wie sieht es eigentlich gesundheitstechnisch aus? Ja, okay, das Schiff ist relativ ganz. So, sind wir uns jetzt sicher, dass die Fregatte uns nicht gleich am Arsch klebt, wenn wir aufs Fort? Gut. Ich wollte nur, dass sie weg ist. Seht ihr das dort im Nebel? Ich auch nicht. Aber wir fahren darauf zu.
Ah, sehr schön, da können wir wieder drumherum schwimmen. Hier. Sie feiern, Sir! Wir sind hier Fischfutter, Captain! Yo, heave, go! Dass das zum Reparieren ausreicht. Was ist das hier nämlich gerade? Eine Reparaturlösung. Reparaturlösung und dafür wird gesorgt, dass, naja, ihr wisst schon, das Ding hier mal kurz. Damit ein Schiff weniger auf uns ballert. Feuer! Warten auf dein Zeichen! Feuer! Mist! Der Winkel stimmt noch nicht! Sind bereit, Feuer! Sir! Feuer! Yeah! Seht ihr an auf dem Wind! Haken los! Ran an die Beute! Das sind einen gesehen, der da gerade stand und dann angefangen hat, einfach wie so eine Rakete abzuheben. Herrlich. Ah, das ist, steht schon in der Luft. Ich feuer unter ihn und er dann so, hui, ich kann fliegen. Und dein Körper direkt aufs Deck, das war so geil. Gut, jetzt habe ich wieder volle Energie, jetzt kann ich wieder großkotzig sein. Verdammte Royal Navy! Scheint allein zu sein, Sir! Weißt du, wenn ich im Mörserfeuer drin bin, dann kann ich nicht ausweichen. Feuer! Da sind sie verwundbar, Captain! Feuer! Bereit zu feuern, Captain! Okay, jetzt reicht's. Feuer! Ja, nicht mal ab!
nicht, die Bastarde! Feuer! Werft die Top- und Rahmsegel! Schießt dahin, Sir! Bereit machen zum Aufschlag! Lasst ihr die Eisen schmecken! Ihr hättet euch ergeben sollen, als ihr noch die Chance hattet. Hee-ho, zugleich ist die Flagge, zeigt sie. Sollen sie uns verdammen, doch wir sterben nie. Gut, kann ich mich jetzt wieder ums Fort kümmern? So, reparieren, verringern, ja. Verringern meinen Bekanntheitsgrad, das kommt, glaube ich, gerade am besten. Kommt mit oder sterbt. So. Legt die Hand. Die Glocke klingt unter Wasser ganz still. Aus dem Grabe heraus. Sie ruft euch an, ruft jeden Mann. Lasst uns die Türme ausschalten! Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Folgt ihr doch nach Feuer! Aus. Feuer! Bereit zu feuern! Feuer! Da ist diese Schwachstelle! Zugleich Feuer! Ist die Flagge, zeigt sie. Sollen sie uns verdammen, doch Feuer! Wir sterben ja! Da habe ich gerade keine Ahnung, warum ich da überhaupt noch schieße. Feuer! Die zielen auf uns! Ja, womit? Feuer! I see the problem. Feuer! Hilf sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Erwarten Befehle! Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Gut! Feuer! The last part of us will be down. Da ist diese Schwachstelle! Feuer! In a few Feuer! Moments, ja, it's our. Sie geht gleich unter! Von Backbord, Captain! Mann in Seenot! Ein Schiffbrüchiger! Muss sich gelockert haben, als wir getroffen wurden. Manche leben und manche sind tot. Manche fahren zur See. Groß- und Bramsegel! Der Käfig in zwei, die Königin frei. Zu unserem Loben und Flehen. Gebt den Wind nach! Drehsegel hoch, aufgehalten! Haben wir's, Leute, ja? Gut. Gas auf den Wind! Niederholen und aufkeilen! Hauptsegel rein! Captain im Wasser! Ja, Captain ist zu früh von Bord gesprungen.
Lass ihn doch. Sein gutes Recht. Well. Zu früh gefreut. Drei Offiziere. Und eine Menge Idioten. Are you fucking kidding me? Jetzt habe ich aber langsam die Schnauze voll hier. Kann ich mal irgendwo hin hier? Geklappt. Okay. Das war vielleicht eine peinliche Vorstellung gerade. Und ich sehe schon, da vorne ist wieder einer meiner Freunde. So ein verdammter Baller, Heinz. Aber sehen wir es positiv. Schlimmer als eben kann es kaum werden. Stay right there. We're not losing that bastard. The bastard's over there. Clear shot. Hast du Kugeln? Du hast bestimmt Kugeln, oder? Das wollte ich nicht. Das hier hingegen. Willst du mal fancy sein und dann wieder das? Mit Bauchschmerzen, hast du auch den Eindruck? Ich wollte ihn schön mit der Muskete von oben abknallen. Good morning! Nice day for fishing, ain't it? Also, du ergibst dich. Sehe ich das richtig, mein Freund? War das ein Vernein? Was? Nein, ein Nein oder ja, ein Nein? Verstehe. Man sollte meinen, wir sprechen die gleiche Sprache, aber offenbar nicht. Kann das mal wer reparieren, so bringt mir das Ding hier nichts.
Und ist da unten das letzte Schiff? Beziehungsweise das dritte? Ei, das dritte. Vielleicht nicht das letzte, aber das dritte. Ilawashe. Ja, jetzt nicht. Jetzt Kingston. Was gibt's Neues, Edgar? Ja! 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 Doch noch nicht Kingston. Captain ist im Meer! Solange mich nicht mit dem Schiff erdrückt, ist alles in Ordnung. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Captain. Ja, warum sollte das auch gehen? Nehme ich ja die Treppe. Es scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen, mein Freund. Welche Hilfe bei der Flucht? Junge, guckst du mal auf meinen Bekanntheitsgrad? Der ist quasi nicht vorhanden. Und das ist nichts, worauf ich stolz bin. Okay, Fehleinschätzung, es ist nicht hier unten. Aber wo ist es dann? Deswegen war hier oben so ein Schütze, der den Kram bewacht. Okay, wofür ist das da? Bitte sag mir nicht, dass das Ding da im Turm drin ist, sondern nur hier drauf. Danke. Sonst hätte ich wieder um den Turm rumkrabbeln müssen, um zu sehen, wie ich da reinkomme und, Von so einem Blödsinn wird Kingston genug uns bieten, nehme ich an. Bene. Für eine Sekunde dachte ich, da drin schießt irgendwas auf uns. Ich meine, auf irgendwas wurde auch geschossen, aber... nicht so, wie ich befürchte. Das ist doch 1A zum Hochklettern. Jetzt tun wir nicht so. Dann halt außenrum. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du die Flagge auch nicht hochgekommen wärst. Überall diese Pulverfässer. Das ist so gefährlich, Leute. Sag mal einmal Bumm und dann hat eure Mutter nicht mehr viel von euch. Das war eine blöde Idee. Ich habe hier mit Wasser gerechnet, aus irgendeinem Grund. Voll die Godrays über dem Ding hier gerade.
Die haben keins der Schiffe gerade mitgenommen gehabt, ne? Oh, aber eins ist wiedergekommen. Aber ernsthaft? Vernichtung! Clara for the win! Wer geht zuerst drauf, der Schon oder das Kanonenboot? Das Kanonenboot, okay. Gut gemacht, Clara. Das heißt, die andere Clara kann den Schoner ausschalten. Strategie, das war gut. Okay, wie sieht das aus mit der Flotte? Ah, ich kann die mal reparieren, Clara 2. Unterwegs. Na, es reicht gar nicht aus, um alle zu reparieren. War ich wohl wieder etwas übermütig? Was? Ich habe doch gerade erst Leute. Schon Power, Clara? Ja. Die Reparaturen sind nicht das einzig Nervige an diesen ganzen Kämpfen. An sich ist ja kein Problem, ob die Reparaturarbeiten. Boah. Deswegen immer gut, wenn man schneller ist als der andere. Ich würde gerne, aber ich habe kein Kriegsschiff mit genug Ladungs Raum. So, 4-5. Kann ich dafür schon wieder irgendwas holen? Aussehen, Ejector. Zerfetzte Segel, Scharlachsegel, Widergaleonsfiguren, Figuren. Phönix Steuerrad. Quasi passend zum Rest, ja? Hatte ich nicht auch letztens irgendwo Steuerräder dazu bekommen? Ah, verfügbar. Krass, was einem so alles fehlt. Okay, lassen wir das. Die Upgrades hier. Gut. Mal wieder Geld verloren, aber ist ja kein Problem, ne? Das wird alles früher oder später.